Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Nach der aktuellen Umfrage, die zweite auf meinem Kanal, ist dieses Spiel hier auf Platz 3. Das heißt, ich werde es paar Mal bringen, nicht ganz so aktiv, aber auf jeden Fall noch Videos dazu aufnehmen. Die Hälfte der Zeit für die Umfrage ist schon vorbei. Das heißt, Leute, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal tun. Wenn zum Beispiel Flight Pilot Simulator jetzt noch 2 Personen mehr angeklickt bekommen wird, dann wird das auf jeden Fall aktiv weitergeführt. Ihr seht hier 4 Lotteriespins, machen wir wie immer am Ende der Folge. Und hier haben wir alles fertig. Das heißt, auf der Jagd. Empfohlen. Ich habe noch nicht genug Geld, aber ich glaube, den holen wir uns heute noch. Ich guck mal kurz. Top Tempo, der ist auf jeden Fall gut. Ah, nee, der ist zu teuer. Okay, dann spielen wir mit dem Turbo 680. So, folge dem Flugzeug, halte jedoch Sicherheitsabstand. Das heißt, wir müssen dem Flugzeug einfach folgen, nicht zu nah sein und nicht zu weit weg. So, ich gehe mal gleich auf 2-fache Geschwindigkeit, damit wir schneller abheben können. Und wir sind ein bisschen weit weg, sag ich mal so. Oh, und jetzt sind wir wieder gleich zu nah. Dann gehe ich mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. So. Ich habe das Spiel übrigens mal auch privat gespielt. Habe das auch fast durchgespielt, bis auf die letzte Stufe halt. Und an diesem Level bin ich oft gescheitert. Deshalb fliege ich hier so vorsichtig. So, dann können wir mal kurz wieder auf die 2-fache Stufe machen. So. Seht ihr, jetzt fliegt das Flugzeug hoch und wir sind dicht. Deshalb ziehe ich ein bisschen hoch, um langsamer zu werden. So. Man sollte am besten so im Bereich von 2000 und 3000 Fuß bleiben. Dann kann einem nichts passieren. Wenn man, glaube ich, über 4000 Fuß ist, dann ist es zu weit und unter 1000 Fuß ist es zu dicht. Und sie fliegen gerade weg. Sie sind schneller als wir. Ja, jetzt kommt langsam dieser kritische Bereich. Ah. Komm, hol das Flugzeug ein. Okay, jetzt geht's wieder runter, jetzt können wir ein bisschen langsamer wieder werden. Wir müssen außerdem noch den Stern da vorne einsammeln. Und wir sind schon ziemlich dicht an dem Flugzeug dran. So. Oha, wir sind zu nah. Wir sind zu schnell, wir sind zu schnell, wir sind schon zu schnell. Oh. Geschafft. Ah, cool. Neues Level, 2. Offizier. Noch ein Lotteriespin. Werbung. Schnell mal WLAN ausgeschaltet, damit nicht noch mehr Werbung kommt. Pflanzenvernichter. Empfohlen. Ja, echt Geld. Eher weniger. Ich würde nur Geld ausgeben für Spiele, wo man sich Spiele kaufen kann. Und dann auch voll genießen kann. Zum Beispiel Minecraft PE halt. Hat halt 8 Euro gekostet, aber finde ich, hat sich auch echt gelohnt.
hier in diesen Spielen für jedes einzelne Flugzeug super viel Geld bezahlen. Es lohnt sich nicht. So, fliege über die Plantage und tippe auf die Schaltfläche, um den Pflanzenvernichter abzuwerfen. So. Wirf nun Pflanzenvernichter auf der. Okay, ich glaube, wir müssen einmal drehen. Hui, oha. Nicht zu stark drehen, sonst kann es gefährlich werden. So, wir fliegen mal ein bisschen tiefer, damit wir den Stern noch bekommen. So. Klappt an sich ganz gut bisher. Und dann können wir auch noch hier mal die Pflanzen vernichten, warum auch immer. Wieder das. Nein, hier kann man nicht gleich zurückgehen. Kleiner Trick, wenn ihr das Spiel wirklich so spielen wollt. Tut mir leid, Entwickler, ich hau euch gerade in die Pfanne. Wenn ihr auf Start drückt, direkt danach auf Stopp drücken, dann kriegt ihr diesen 50% Bonus. So, Aufflug im Segelflugzeug. Los geht's. Ja, okay. 20.000, neues Flugzeug. Genauer gesagt, ein Wasserflugzeug. Okay, ich werde hochziehen über diese Leitplanken da hinweg, was auch immer genau das jetzt ist. Fliege nun zum Seeflughafen. Folge den Kontrollpunkten. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie das Ziel in diesen Leveln. Den Kontrollpunkten folgen und dann irgendwo landen. Irgendwas machen. An dieses Level erinnere ich mich auch noch. Am Anfang bin ich ziemlich tief geflogen und habe dann versucht, in letzter Minute hochzuziehen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Ich bin dann meistens gegen den Berg geschellt und ja, musste die Mission wiederholen. So, jetzt können wir schon mal langsam das ein bisschen runter machen. Bisschen vom Gas gehen. Wir sind ein bisschen zu hoch. So, so ist gut. Jetzt immer langsamer werden, immer langsamer. Jetzt einfach auf Null stellen und... Komm, bremst. Wenn man nämlich aus diesem Bereich wieder rausfliegt, dann zählt das nicht und man muss wieder zurückfahren auf dem Wasser. Die sind echt geschickt. Seht euch das mal an. Vorher 325.000, 50% aus. Das ist komischerweise nur ein bisschen mehr als ich habe. Und diesen Airbus, ja, eigentlich Airbus, aber egal. Den brauchen wir später noch für eine Mission. Das heißt, es würde sich total lohnen. Aber darauf falle ich halt nicht rein. Das mache ich nicht. So, ein Rennflugzeug. Blau oder rot? Blauer Teufel, roter Tornado. Ach, wir nehmen den blauen Teufel, weil er halt blau ist. Und auch so gelb, orange, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, Gas geben. Hui, oha. Fast mit den anderen zusammengekracht. Im Wettrennen also. Wir haben hier übrigens so ein Rauch-Power-Up.
schaffen wir locker. Die anderen sind meilenweit hinter mir. Jetzt mache ich mal kurz langsamer und mache den Rauch aus, weil hier ist mir schon oft passiert, dass ich mit dem Flügel gegen einen Berg kam und peng, in die Luft gegangen bin. Oder ich habe einen Ring verfehlt, musste umdrehen und wurde dann nicht Erster. Ah. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Oh Gott. So. Und komm, 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 komm. Ui. Oh Gott, oh Gott. Wie, man muss nicht mehr durch die Ringe fliegen? Man muss nicht mehr durch die Ringe fliegen. Ich kann nicht mal richtig steuern. Hilfe. Man muss scheinbar nicht mehr durch die Ringe fliegen. Hier, schaut mal. So, dicht dran vorbeigeflogen und es zählt trotzdem. Dann haben die das ja echt leicht gemacht. So, den Stern haben wir auch geholt. Der vorletzte Ring. Die anderen sind ewig weit weg. Rauch an und gewonnen. So, okay. Das nächste freigeschaltet. Ich glaube, eins machen wir noch. Und danach machen wir die Lotterie-Spins. Wo ist der Learjet? Da, der Learjet. Ach man, das reicht noch nicht. 88.000. Den hole ich mir aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme den, weil der so ähnlich ist wie der empfohlene. Okay. Überprüfe die Position des Trägers auf deinem Radar. Und lande, ja. Das mag ich überhaupt nicht, auf Flugzeugträgern landen. Ich gehe jetzt schon mal langsam vom Gas, denn ja, ich kann das nicht so gut. Bremse mache ich auch schon an. So. Und jetzt langsamer und langsamer. So, jetzt ganz runter. Und hochziehen. Komm, komm. Hoch und runter, hoch und runter. Und komm, bremst doch. Oh, das war knapp. Noch ein Level ab. Erster Offizier. Okay, ich muss einen kurzen Cut machen. Da ist gerade jemand vor meiner Tür. Wir machen die Lotterie-Spins gleich. So Leute, da bin ich wieder. Die Lotterie-Spins. 6 Stück. Und 5000 Münzen. Ist okay. Rauch-Power-Up haben wir mittlerweile mehrmals. 10.000 Münzen, ja. McDouglas 10. Haben wir die schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein großes Passagierflugzeug. Die letzten zwei noch. Und 50.000 Münzen.
Ja. Komm, letzte Drehung. Bitte enttäusch mich nicht, bitte enttäusch mich nicht. 10.000 Münzen. Ist okay. Jetzt haben wir schon einige Coins. Ich habe nicht vor, noch weiterzumachen. Ich will nur kurz, weil ich es gesagt habe, dass wir es machen werden, den Learjet. Guckt euch mal diesen Vergleich an. Ja, das ist ein Jet. Das ist einfach ein riesengroßes Flugzeug. Ja. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video wieder. Tschüss.